Live. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Heute am 2.7.2013. Willkommen zu Vapor Trails, zu DE Talk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Bevor ich erzähle, wie es heute bei uns abgeht, bevor ich den Inhalt kurz vorstelle, einen kurzen Überblick gebe, möchte ich natürlich ganz kurz, dass sich meine beiden Mitstreiter auch noch kurz nicht vorstellen, sondern vorstellen brauchen wir uns nicht mehr, sondern dass wir kurz einmal Hallo sagen. Wie immer an der Stelle sagt keiner was. Hallo, hier ist der Nauert alias Zillertron und ja, viel Spaß heute. Jo. Hallo, hier ist der Thomas. Ich begrüße euch alle und ich kümmere mich hier um den Chat und um die restlichen Sachen, die aufkommen während der Sendung. Wenn ihr Fragen habt, im Chat einfach stellen und ich leite sie weiter. Jo, Dankeschön. Also, wir sind jetzt heute zum ersten Mal zu zweit auf der Kamera. Das lockert das Ganze ein bisschen auf, damit nicht immer nur ein Gesicht da zu sehen ist. Ich hoffe, es ist ein bisschen entspannter. Und was die Technik anbelangt, Kinders, es geht nicht besser. Also wenn es ein bisschen unscharf ist, dann ist es so, wir müssen einfach damit vorlieb nehmen. Auf den Inhalt kommt es an. Also was haben wir heute geplant? Wir haben eine Menge geplant, haben uns aber kurzfristig für die Aktualität dahingehend entschieden, dass wir im zweiten Teil heute auf den aktuellen Blog von Clive Bates eingehen wollen, beziehungsweise auch von Ursus. Und im ersten Teil wollen wir ein bisschen schnacken, ein bisschen talken. Wir hätten gerne was live, einen Live-Bericht gehabt von Dampfergrillen. Diejenigen, die da waren, würden da bestimmt gerne was zu hören und auch erst recht die, die nicht da waren. Wir alle waren nicht da, also hier wir vom Team. Wir gucken uns dazu ein kurzes Video an und schnacken ein bisschen gleich mit einem bekannten Dampfer, den wir kurz interviewen werden. Dampfergrillen war das zweite in diesem Jahr. In Gelsenkirchen. Die gleiche Lokation wie letztes Jahr auch. Wie gesagt, wir hatten ja letztes Mal zwei Karten verlost. Wir hätten uns gefreut, wenn wir einen kurzen Live-Bericht kriegen könnten von einem, der da war. Es hat aber leider nicht geklappt, ist auch egal. Damit diejenigen, die gar nichts davon gesehen haben, eine kurze Impression bekommen, haben wir uns einfach ein YouTube-Video geschnappt, haben den Autor gefragt, ob wir das durften. Schönen Dank nochmal dafür, dass wir das durften. Und das wollen wir jetzt einfach mal kurz abspielen. Ja, also das Video 1 bitte einmal abspielen. Circa 500 Teilnehmer waren zum zweiten Dampfergrillen am Bahnbetriebswerk Gelsenkirchen angereist. Die ersten trafen bereits am Vortag ein und verbrachten die Nacht in Zelten und Wohnmobilen auf dem Gelände. Veranstalter und Organisator Udo Häuser hatte ein buntes Programm aufgebaut. Neben diversen Händlern und Ausstellern zum Thema E-Dampfer sorgte ein umfangreiches Live-Angebot unter anderem mit dem Sänger Marc Maré für Abwechslung und gute Stimmung. Kennen die mich Ja, das weiß ich nicht. Kaschiert der Bauch. Sicher. Ja, du hast das gerade gehört. Fotogene Ja, wunderbar. Selbstpause zu. Ja. Ich
Für Unterhaltung war gesorgt. Das Wetter spielte auch mit und so hatten alle eine gute Party. Und Udo, der wird sich wohl schon Gedanken fürs Dampfergrillen 2014 machen. Jo, also wer nicht da war, spätestens bei den Bildern, wird es mir zumindest wehmütig, wäre man gerne da gewesen. Naja, da wir jetzt keinen hier in der Sendung haben, der da war und was dazu sagen kann, ist es ein bisschen müßig, da jetzt noch drüber zu reden. Aber ich denke, dass man so ein paar Impressionen vielleicht gekriegt hat, wer das noch nicht gesehen hat. Gut. Und ich vermute mal, dass die Karten für nächstes Jahr jetzt schon im Druck sind, wenn es nächstes Jahr wieder an der gleichen Stelle sein wird. Ich denke schon, sowas gehört zu haben. Jetzt wollen wir einfach mal talken. Talken mit einem Dampfer, den ihr alle kennt, nämlich mit Norbert. Wir wollen einfach mal fragen, am Beispiel von Norbert, wir wollen uns einfach mal gegenseitig interviewen. Heute ist Norbert dran. Einfach fragen, wie er zum Dampfen gekommen ist. Norbert. Tja, bei mir war es etwas seltsam, weil also ich hatte zwar früher schon mal was davon gehört, aber es hat sich so, was ich da mitbekommen habe, ich dachte zuerst, ja, das ist sowas wie diese komischen Inhaler, also untaugliches Entwöhnungsgimmick. Also habe ich das erstmal ignoriert. War dann kam Steffen zum Pöhler. Ja, wie war denn dein erster Eindruck? Also das allererste, was du von der X-Zigarette gehört hast, was war das? War das was Positives oder was Negatives? Nein, das war eher so beiläufig. Ja, so eine, irgendwie elektrisch erhitzt wird Nikotin verdampft. Mhm. Mehr war das nicht. Und also es war keine richtige Information, die ich hatte, sondern nur so ganz allgemeines Blabla. Und ja, da habe ich es dann gleich mal für mich in die Kategorie Entwöhnungsmittel nutzlos gesteckt. Mhm. Erst dann, als Steffens und Pöhler ihren großen Rabatz gemacht haben in der Presse und im Fernsehen, da bin ich dann richtig aufmerksam geworden, weil also dieses das Zeug kam mir wirklich nicht sehr wissenschaftlich vor. Also da habe ich gedacht, also so viele hätte, könnte, vielleicht, möglicherweise, man weiß es nicht. Da muss doch irgendwann mal ein Wissenschaftler kommen, der mal was Richtiges sagt. Kam aber nix. Wann war das denn ungefähr zeitlich, wenn ich mal fragen darf? Das war so Ende 2011. Da habe ich dann langsam angefangen, mich mal im Internet ein bisschen umzugucken, was da jetzt wirklich dahinter steckt, weil also den Blödsinn konnte ich einfach nicht glauben. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wie waren denn deine ersten Eindrücke in der Recherche im Internet? Waren die? Ja, die ersten Eindrücke waren zuerst mal, aha, dachte ich es mir doch, so gefährlich kann es gar nicht sein. Mhm. Und dann war ich erstmal skeptisch, weil die Leute, die ich da so im Forum gelesen habe, waren alle so begeistert. Und ja, also Begeisterung glaube ich immer erst, wenn ich selber ausprobiert habe. Wie bist du aufs Forum gekommen? Auch durch die Internetrecherche und ich schätze mal wahrscheinlich ERF, oder? Zu der Zeit war es somit das einzige Forum? Witzigerweise war ich zuerst im Dampfertreff. Okay. Also einfach Google, Dampfertreff kam zuerst, also habe ich mich da mal ein bisschen umgesehen. Ja, hab dann erstmal war da erstmal ein bisschen skeptisch und zum Glück im Laden nebenan gab's die, hatten sie Red Kiwis, das sind die Red Kiwi Palette und da auch diese Einwegteile. Okay, aus meiner Recherche wusste ich, ist jetzt nicht der wahre Jakob, aber erstmal zum Ausprobieren, ob's überhaupt was für mich ist. Das war dann also die erste E-Zigarette, die du gekauft hast, ne?
Genau, so ein Einwegteil. Und ich musste feststellen, ja, was Besonderes ist es nicht, aber es ist ein brauchbarer Ersatz. Ja, und dann gleich, nachdem sie weg war, dann mal das Ego, so ein Ego-Set. Wo hast du das hergekriegt? Aus dem Internet? Auch aus dem Laden. Oh, okay. Ja. Aber da war wahrscheinlich keine Beratung, ne? Wenn du sagst, Tabakladen, schätze ich mal. Doch, witzigerweise. Eine der Verkäuferinnen dampft selber. Okay. Und so war zumindest mal eine Grundberatung da. Und das ist auch schon mal viel wert. Ja. Ja. Und dann habe ich immer noch darauf gewartet, dass irgendein vernünftiger Wissenschaftler jetzt mal klarstellt, was Pöhler da so veranstaltet. Aber ich warte bis heute noch. Zumindest in Mädchen bringen sie immer nur Pöhler, 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 Pöhler. Das wissen wir leider Gottes zu Genüge. Aber kein Wissenschaftler, kein richtiger. Ja. Ey, es muss ja nicht mal ein Wissenschaftler sein, wenn es einfach nur, wenn in den Medien, egal ob im Internet, in der Zeitung, im Fernsehen oder sonst so, wenn einfach nur ein möglichst objektiver Eindruck von der E-Zigarette, was das einfach ist, wenn der da wäre, so die Swoff-Campaign, wer sie kennt, wenn das so in den Medien üblich wäre oder so, dann denke ich mir, dann wäre das Unverständnis und dann wäre die Angst vor dem Unbekannten, was ist das und das muss ja schädlich sein oder so, das wäre weg. Dann hätte die E-Zigarette meiner Meinung nach ein besseres Standing, das fehlt einfach. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung, erzähl bitte weiter. Tja, viel gibt's nicht mehr zu erzählen. Den Rest sieht man praktisch, was ich so mache, weil ich veröffentliche einfach ja jede Mail, die ich schicke und jeden Link und alles, was ich bei Abgeordnetenwatch poste, kommt dann in ein Thread im ERF und im Dampfertreff. Ich möchte damit die anderen Leute motivieren. Das kann jeder. Aber und der... das bitte auch. Ja, aber der Step, der ging mir gerade ein bisschen schnell. Du hast erzählt, wie du zum Dampfen gekommen bist, die ersten zwei, drei Geräte, okay. So ähnlich war es bei mir auch und so ähnlich wird es wahrscheinlich bei vielen anderen auch gewesen sein. Aber was ich jetzt wissen will ist, oder was ich mich frage, wie kam dann deine Motivation oder ja, deine Beweggründe dahin, ich sag mal, gleich so politisch zu werden oder gleich auch Abgeordnetenwatch diese Diskussion aufzunehmen oder die Aktivitäten dort so aufzunehmen in der Hinsicht. Wodurch ist das begründet bei dir persönlich jetzt so? Ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen nerdig oder freakig klingt, es war die Hauptmotivation war diese Desinformation durch Pöhler. Ich kann es einfach nicht vertragen, wenn Wissenschaft so durch den Dreck gezogen wird, so missbraucht wird. Das hat mich am meisten genervt, gestört. Anfänglich jedenfalls. Gut, und war das dann gleich so, bist du dann gleich so in die Vollen eingestiegen, wie das jetzt der Fall ist? Also deine Aktivitäten sind ja, sag einfach nur mal so im ERF, wenn man das sieht, die sind ja sehr groß. Also alles das, was du an Politiker schreibst, egal ob das EU-Politiker sind oder ob es welche aus Deutschland sind, veröffentlichst du meist über Abgeordnetenwatch oder informierst zumindest die Mitleser im ERF und auch im Dampfertreff gespiegelt, was da passiert, ne? Genau. Weil ich möchte nicht der Einzige bleiben, denn eine Stimme im Ozean, ja, das hört keiner. Das ist ein Spinner, den man wegklicken kann. Aber wenn hunderte Leute schreiben, dann muss doch was dran sein. Dann kann man vielleicht doch mal gucken, was die Leute da so schreiben. Und damit will ich motivieren und zeigen, jemand tut was, ihr könnt auch was tun. Ich stelle mal, also wenn du so viel schreibst, man wird nicht auf jedes Mail, was man schreibt, immer eine Antwort kriegen, ne?
kriege auf die allerwenigsten Mails eine Antwort. Mhm. Die sind, also gerade Mails, also wenn da mal eine Antwort kommt, ist das schon fast ein, anders für eine kleine Flasche irgendwas zum Feiern. Ja. Also auf Abgeordnetenwatch kriegt man eher eine Antwort, weil ja, es macht sich einfach nicht gut für den Politiker, wenn da das wenn da ständig unbeantwortete Fragen rumstehen. Mhm. Okay, die Qualität der Antworten ist ein anderes Kapitel, die sind teilweise unterirdisch, aber jeder kann es sehen. Dagegen die Antworten auf Mails, kann man einfach ignorieren, die Mails. Merkt ja keiner, dass merkt ja nur einer, dass da nicht geantwortet wird. Mhm. Andererseits, da ich alle Mails im ERF veröffentliche und auch die Antworten oder zumindest die Tatsache, dass geantwortet wird, wenn jemand sagt, nee, meine heiligen Worte fallen unter das Datenschutzgesetz und dürfen nicht veröffentlicht werden, was soll ich machen? Aber zumindest kann ich reinschreiben, dass jemand geantwortet hat. Mhm. Und Geheimnisse krämt. Naja, gut. Ein gewisses Verständnis habe ich dann vielleicht auch dafür, aber zumindest ist ein Dialog irgendwo da, wenn da überhaupt schon mal eine Antwort kommt. Wie reagiert denn so dein persönliches Umfeld auf das Dampfen? Ja, da habe ich es eigentlich ganz gut, weil in meinem Büro sitzen noch zwei Dampfer. Mhm. Und ein Nichtdampfer, aber wir lüften halt kräftig, weil drei Dampfer können schon ganz gut einnebeln. Was sagen denn die Leute, wenn sie bei euch reinkommen? Also wenn Besuch kommt, wenn ein Nichtdampfer. Bei drei Leuten im Büro stelle ich mir das auch schon ganz schön heavy vor, wenn sie alle gleichzeitig dampfen. Ja, wir haben wenig Laufkundschaft oder sowas. Mhm. Und ist also nicht so dramatisch. Ist auf jeden Fall bestimmt besser als ein 3-Leute-Raum. Definitiv, vor allem, weil die drei Leute zum Rauchen immer rausgehen mussten. Ja, das schätze ich auch als eines der angenehmen Vorteile beim Dampfen, dass man nicht immer irgendwo isoliert weggehen muss, die Arbeit unterbrechen muss. Obwohl das Rauchen natürlich, also wenn man in einem Raucherraum rauchen muss, natürlich auch höchst kommunikativ ist. Wenn man da andere Kollegen und Kolleginnen trifft, die auch rauchen, ist das wie eine kleine Besprechung, hat auch was, aber das ist eines der angenehmen Nebeneffekte, die ich persönlich auch kennengelernt habe und zu schätzen weiß, dass man einfach weiter dampfen kann und die Arbeit nicht so unterbrechen muss, ja. Naja, für uns hat sich dadurch nicht allzu viel geändert, weil vorher waren wir die drei, die zum Rauchen rausgingen. Ja gut, aber dann sei ehrlich, dann musst du da auch deine Arbeit unterbrechen. Ich finde das jetzt immer nur aus der Sicht des Gedanken, also wenn man konzentriert irgendwo dabei ist und du hast Bock, eine zu rauchen, dann musst du halt deine Arbeit unterbrechen. Ich bin oft genug mit dem Notebook rausgegangen, weil ich dann rauchen wollte und habe versucht, in einem Notebook weiterzumachen und da habe mir irgendwas ausgedruckt und habe da weiter dran gearbeitet, um einfach irgendwo nicht so häufig den Faden zu verlieren, wenn man häufig rauchen geht. Ja. Also, es ist wahrscheinlich bei jedem individuell. Gut ist es natürlich, wenn es erlaubt ist oder wenn es nicht geduldet wird, aber wenn es eben erlaubt ist, dass man am Arbeitsplatz, wenn es ein Büroarbeitsplatz ist, jetzt mal so, dass man da auch überhaupt noch dampfen darf. Ne? Ja, es ist erlaubt. Mhm. Und so einen anderen Umkreis irgendwo, also triffst du Dampfer auf der Straße bei dir? Eigentlich nicht, nee. Also andererseits, ich bin auch kaum auf der Straße. Deswegen habe keine Zeit dafür. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht sehr hoch, dass ich welche treffe. Andererseits habe ich zum Beispiel von einem Freund gehört, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, der auch angefangen hat zu dampfen. Oder mein Kumpel, der hat einen alten Kumpel nach 30 Jahren wieder getroffen. Machen wieder zusammen Musik, der dampft auch. Mhm. Unabhängig von uns hat er angefangen. Also, ja, es gibt schon ein paar Dampfer auch in unserem Umfeld hier.
Gut, Norbert, danke erstmal, dass du das so erzählt hast. Ich muss auch noch, ich habe den angenehmen Job hier auf die Zeit zu achten, das tue ich hiermit auch. Und würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal ein kurzes Break machen. Und nach dem Break kommen wir zum zweiten Teil von unserem heutigen Abend. Clive, Bates und Roses habe ich vorhin angekündigt, aber was ich in der Übersicht vorhin vergessen habe, sorry dafür. Wir haben einen Special Guest heute noch, und zwar Dave Dorn. Den gibt's nach dem Break. Und wenn Dave Dorn hier sitzen würde, würde der jetzt an der Stelle sagen, don't go anywhere. Now is the break. Jo, willkommen zurück nach dem kurzen Break. Was sage ich jetzt mal, aber wenn wir Zuschauer haben, freut uns das immer, wenn das Zuschauer sind, die aus der Prison oder aus der Tempo-Ecke kommen, würde ich einfach mal sagen, ey, das ist viel zu umständlich, wie er das macht. Ihr könnt das aber öffentlich gucken. Ja, also das Ding gibt es später ja für alle Zuschauer. Also man braucht kein Prism und man braucht kein Tempora. Man kann es einfach so gucken. Das ging. Gut. Nach diesem Break möchten wir auf zwei wichtige Sachen jetzt hinweisen. Das eine ist, wir möchten mit dem, der es neulich veröffentlicht hat, hier einfach sprechen, und zwar mit Dave Dorn, der sonst die VT-Talk-Sendung macht, in dem, ich sage jetzt mal, original englischsprachigen Teil. Und wir möchten einfach mit dazu schalten, dass er kann natürlich, spricht kein Deutsch, aber dass er eben auf Englisch einfach erzählt, was da jetzt am 10.7., also heute in einer Woche und einem Tag, Mittwoch nächste Woche am 10.7., was da geplant ist. Denn da ist was geplant. So, und ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie das regietechnisch geht, ich hoffe, Dave, kannst du dich zuschalten? Can we see you and can we hear you, Dave? Yes, you can. Here I am, I'm now full screen on German DE Talk. Guten Abend, meine Herren und Damen. Is that good? That's brilliant, yeah. That's quite brilliant. That's all I've got. Yeah. Dave, let's try to explain to the visitors, to the audience, what is planned next Wednesday, the 10th of July in Brussels. Well, we are going to try to persuade the MEPs on the Envy Committee to vote the way we need them to vote, to protect electronic cigarettes throughout Europe, not just in the UK, not just in Germany or France, but everywhere. Because in some of the member states, and Croatia is the latest one,
their rules and regulations are such that if they feel like it, they can ban them at a stroke and do it under the auspices, if you like, of medicinal regulation. So, on the 10th of July at 12:30, everybody will descend upon the Place du Luxembourg, which is just outside of the Parliament building. At 1 o'clock or thereabouts, 2,000 black balloons will be popped, each one representing the life of a vapor whose life will be taken because he'll be forced back onto cigarettes if they get it wrong. And then at 3 o'clock, the Envy Committee begins voting on the Tobacco Products Directive and how that's going to affect electronic cigarettes. So we couldn't have timed it any better. It's all about getting there and doing our best to stop them from making the worst mistake they could possibly make. That sounds quite not interesting. I don't have the right word in English to explain what this means. This is a fantastic action. This is a brilliant idea. And this action would be better. Sorry for English, no, sorry for German. Who can help me? There must be so much people, as much people as there there are technical problems here beside mine. Da müssen so viele Deutsche, nein, nicht nur Deutsche, aber da müssen unheimlich viele Leute kommen. Je mehr Leute da hinkommen, desto besser wird die Aktion. Die Idee ist schon mal brillant an sich, aber je mehr Leute da hinkommen, desto besser. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich weiß, das ist Urlaubszeit. Ich weiß, das ist ein Weg, dahin zu fahren. Das ist nicht einfach, nach Brüssel hinzukommen. Aber je mehr Leute da sind, ey, lass uns alle hin und lass uns da treffen und lass uns die Aktion mitmachen. Das ist einfach eine total geile Idee. Auch nach Brüssel. Im ERF wird schon diskutiert, wie es ist, irgendwie mit dem Bus dahin zu fahren oder sowas. Das ist ein geiles Ding. Da muss man einfach dabei gewesen sein, finde ich. Dave. Is it right that you organized a BBC team that is also in Brussels? We have organized for the BBC to be there, yes. The BBC in actually Lorna Stewart is the name of the journalist who's going to be there, which is all good. And the Guardian in the UK will be there. And we believe there are others that are going to be there too. And I've noticed you've got technical problems and so have I here. I've got to get a battery onto this laptop before it goes off. Can I hand it back to you just for a couple of seconds while I get some power onto this, otherwise we'll lose the whole thing? Yes, of course. No problem. Okay, ich habe hier auch noch gerade technische Probleme. Ich habe versucht, hier noch den Rechner schnell mit Strom zu versorgen. Okay, das von nebenbei. Ich bin jetzt ein bisschen blind. Ich sehe jetzt gerade nicht mehr so richtig, was im Chat los ist. Ich denke mal, das kam gerade an, hoffe ich mal. Ich hoffe auch, im Chat kam gerade die Frage, ob denn die MEPs informiert worden sind über die Aktion und ob es eine Rund-E-Mail zum Beispiel an alle MEPs gab. Ja. Weil außer Rebecca Taylor, von der ist es ja bekannt, dass sie sich anschließen wird, sind noch keine weiteren Politiker bekannt, die sich da noch mit die da noch mitmachen. Das ist natürlich auch alles eine sehr kurzfristige Sache jetzt. Wurde ja vor 2 Wochen gerade erst gestartet. Aber wie schaut es da aus? Sind die Abgeordneten MEPs informiert? Ja, just are. Die Frage. Ja. Die Frage wurde gerade aufgebracht. Also okay, kannst du die gerade weiterleiten an Dave, wenn er wieder da ist? Ja, klar. We try to ask Dave. Can we ask you a question? Yes, you can. Okay. The question from the chat was: Are the MEPs are they informed about this action? Yes, I've already informed I think about 30, and I'll be informing 30 every day. Until we go, we already know that Rebecca Taylor
a UK ALDE MEP will be there, and I'm hoping she's going to be one of the first to pop the balloons. And obviously, we would love to see more MEPs there. Rebecca's very, very supportive of what we're doing on this, I believe. But if you know any MEP that would be supportive to the cause, invite them. Let them know. Let's get them there, and let's get them popping balloons as well. Mm-hmm. One important person would be Mr. Grote. He is the chairman of the NV, and he is fully in support of our cause. I think Mr. Grote would be an ideal person to be there, and I would hope to see him there too. I would like to see as many people as possible there. The more we have, the more impact we'll make. We already think that this will go worldwide on the news, and that's what we want. Put pressure on the MEPs to do the right thing. Okay, this sounds good, especially if Mr. Grote, Matthias Grote, der das Envy-Komitee da, oder der Envy-Ausschuss, wie sagt man, nicht anführt, sondern der da den Vorsitzende. Genau, der Vorsitzende da ist, der Chairman. Wenn der da auch mit vorne stehen würde und an der Stelle da von den MEPs mit dabei sein würde. Das ist eine sehr gute Idee. Wie sieht das aus? Ich weiß gar nicht, ob von der deutschsprachigen oder von der deutschen Presse oder von irgendeiner Agentur oder so, ob da auch schon eine Seite angeschrieben wurde oder gar informiert worden ist. Ist das einem bekannt, ob da schon irgendwo was läuft, dass das auch durch die Presse gegangen ist? Also ich habe noch nichts davon gehört. Ich habe auch noch nichts gesehen. Ja. Das ist das Problem, dass das halt wirklich jetzt sehr kurzfristig kam. Ah ja. Ist ja schon ein paar Tage raus. Also das wäre natürlich auch nochmal geil, wenn das von der deutschen Presse aus unterstützt würde oder wenn da jemand mitkommt, ne? Ja, definitiv. Das sollte dann wird es auch in der deutschen Presse unbedingt versuchen, irgendwie veröffentlicht zu bekommen, was das passiert, was da passiert, um was es da geht. Da würde ich mir das wünschen. Ich weiß nicht, ob wir es zumuten können, aber dass die IGED da vielleicht irgendeinen Pressekontakt oder sowas herstellt, wenn das möglich ist. Wenn die da schon was haben. Okay. Ich muss mal so natürlich wieder auf die Zeit achten oder gucken erstmal. Frage ist noch so aus dem Chat was offen zu dem Thema? Das war gerade eine Frage. Kamen da noch andere Fragen? Aus dem Chat kamen soweit keine Fragen mehr. Bezahlte Pressemitteilungen kosten halt immer viel Geld. Das ist das Problem für die IGED im Moment, denke ich mir. Okay. Das ist eine Mitteilung, aber hier geht es ja nicht um eine Mitteilung, sondern es geht ja darum, dass man erstmal die Presseleute informiert, ob die, ähnlich wie das BBC-Team, dort mit hinreisen wollen. Ne? Dann wird ja erst eine Pressemitteilung daraus erwachsen oder erstellt. Es geht darum, dass wir auch mit Fotos machen da vor Ort und nicht nur die BBC. Die Tatsache, dass ein BBC damit mit dabei ist, ist bestimmt schon mal ein Anreiz für eine andere Agentur oder für ein anderes Presseteam auch mit dabei zu sein. Gut, ich bin da nicht so erfahren, sage ich ganz ehrlich. Ich habe da nicht die Kontakte zu, aber wer das sieht und wer Kontakte hat dazu, der möge die bitte einfach mal nutzen, um zu erreichen, dass da auch die deutschsprachige Presse oder die deutsche Presse mit an Bord ist. Ja. Dann kam gerade noch von Lilly aus dem Chat die Frage, ob Dave nur die BBC oder auch andere Medien kontaktiert hat und wenn ja, wie haben sie reagiert? Dave, one more question from chat. Is the BBC the only site you informed about this action? No, we'd be talking to BBC, ITV, Sky, every news outlet that we can possibly contact. We'll be telling. Press releases are going out during the rest of this week and leading up to Tuesday. Obviously, if you have contacts with German press, wherever in the world, let them know. Let them know. Let's get everybody there. I'm talking to as many press outlets as I can, but obviously we need help in other countries too. Yeah. Also da muss man einfach an der Stelle dabei gewesen sein. Das ist eine
Ich würde mal sagen, das ist das zweite Mal zumindest, dass von Deutschland aus oder von den deutschen Foren aus ein Aufruf nach Brüsseling gestartet wurde. Es gab in der Vergangenheit sowas schon mal, aber nicht in so einem großen Umfeld und vor allem ganz wichtig, nicht vor so einem großen Event. Nächste Woche, am 10.7. ist der Tag, wo dieser Envy-Ausschuss über die ganzen Änderungsvorschläge, die mittlerweile eingegangen und verarbeitet worden sind, die darüber abstimmen. Und der Envy-Ausschuss, das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen erzählt, Envy-Ausschuss ist der, der die meiste, Macht will ich nicht sagen, aber der die meiste Kraft in das Rennen reinbringt. Und deswegen ist das der Tag, an dem eine wichtige Entscheidung stattfinden wird, so wie der Envy-Ausschuss abstimmen wird. Das wird eine Weichenstellung sein, die erstmal das weitere Vorgehen über die Tabakproduktrichtlinie bestimmen wird. Und ich versuche einfach mal, das nahtlos anzuknüpfen. Über dieses wichtige Ereignis hat auch Clive Bates in seinem Blog etwas geschrieben. Ich versuche das mal, das kam erst gestern raus. Wir haben es anders geplant. Ich versuche das mal schnell freizugeben hier auf meinem Screen. Ich hoffe, das geht. Clive Bates ist ein Guter. Um das mal schnell zu sagen, für die Leute, die ihn nicht kennen. Clive Bates ist ein Mensch, der früher in der ASH-Organisation gearbeitet hat. Action on Smoking and Health. Das ist eine britische Anti-Rauchergruppe. Da war er früher Direktor drin. Er kennt sich also da in der Materie bestens aus. Und er weiß auch sehr gut, wie die WHO funktioniert. Der ist in solchen Organisationen und Strukturen wie der EU-Geschichte auch ganz gut bewandert. Und seine Blogs zu lesen ist immer eine gute Sache, weil er kann sehr gut analysieren. Er weiß sehr gut, um was es geht und vor allem, er ist und denkt und handelt mit auf unserer Seite. Das, was hier steht, das ist höchst aktuell, das ist höchst konzentriert und auf den Punkt gebracht. Ich spare mir das jetzt hier vorzulesen. Solche wichtigen Sachen von Clive Bates, übersetzt, Ursus, gerne und gut. Und das hat er dieses Mal auch wieder getan. Also Ursus-Blog ist vielleicht auch hier den einen oder der anderen bekannt. Sir Roussos himself hat das hier wieder an der Stelle getan, strategisch sehr wichtig. Ich spare mir das jetzt hier alles vorzulesen. Das Wichtigste, was da drin steht, ist eine kurze Analyse, wo wir jetzt stehen. Nächste Woche, Mittwoch, ist ein ganz wichtiger Tag, wenn da entschieden und abgestimmt wird. Und diese Übersetzung von Roussos, also man muss eigentlich jetzt von Clive Bates sprechen, der das ja initiiert hat und aus dessen Feder das stammt. Sehr schön und danke dafür auch, dass wir das hier auch auf Deutsch haben, weil da liest es sich einfach besser. Die Situation wird hier ein bisschen analysiert. Es werden hier vier mögliche Solutions, mögliche Vorschläge, nicht Vorschläge, aber mögliche Szenarien durchgespielt, wie es ausgehen könnte. Weiter unten wird hier nochmal in Grau ein Änderungsvorschlag zitiert, die von einer bestimmten Seite ausgemacht worden sind. Ob das jetzt durchkommt oder nicht, werden wir sehen. Das ist irgendwo ein bisschen Spekulation, aber es ist schon auf den Punkt gebracht oder ein bisschen, professionell analysiert, so will ich das mal darstellen. Und da unten geht es dann weiter, was ist zu tun? Also, was kann man tun? Und jetzt noch wirklich kurz vor Toreschluss, es ist ganz wichtig, dass alle Leute, alle, egal, die noch nie vorher Mail an EU-Abgeordnete oder geschrieben haben, an ihre Europaabgeordneten aus ihrem Bundesland geschrieben haben oder auch eben an alle aus dem ganzen Envy-Ausschuss geschrieben haben. Egal, die es noch nie getan haben oder die das schon 100-mal getan haben. Alle die brauchen wir jetzt, weil jetzt müssen die richtig, ich hätte fast sagen zugeschissen, aber ich sag das Wort jetzt nicht, die müssen richtig zugeknallt werden mit ihren Posteingängen. Da muss jetzt richtig die Post abgehen, dass sie richtig sehen, hey, wir sind da, wir haben was gegen diese Tabakproduktrichtlinie und jetzt ist der Punkt gekommen, wo jeder,
jeder Mann und jeder Frau, jede Dampfer und jede Dampferin hier Aktion zeigen muss und richtig loslegen muss. Jeder sollte und muss, wer die Tabakproduktrichtlinie, wer damit nicht einverstanden ist, jeder sollte und muss an der Stelle jetzt einfach mal mindestens ein Mail schreiben, und zwar nicht nächste Woche und auch nicht irgendwie Montag oder Dienstag, sondern heute, morgen, übermorgen. Die Postfächer müssen da voll laufen. Da muss eine richtig geile Aktion laufen. Die müssen sehen, dass wir da sind. Die haben auch noch andere Geschichten auf der Platte. Und für die ist es nur eine Entscheidung von vielen oder eine Abstimmung von vielen. Aber für uns, wir müssen zeigen, Kinders, hey, das geht so nicht, wie ihr das macht, wie sich das irgendwie andeutet. Wir müssen zeigen, dass wir präsent sind und müssen unsere Stimme ganz klar erheben in der Masse. Die Masse ist es. Especially, das kommt hier in der deutschen Übersetzung nicht so gut rüber, aber ich spule mal schnell vor, gerade die Deutschen, schreibt Clive Bates, gerade die Deutschen sind jetzt hier auf der Stelle wirklich gefordert, da Aktion zu zeigen, weil sie einfach in dem Ausschuss ja auch, also der deutsche Ausschuss da an der Stelle, ziemlich groß ist. Ja? Ich weiß, das ist immer schwer, hier sowas, aber wir wollen hier keine Moralapostel sein, wir wollen wirklich alle motivieren, weil es jetzt hier wichtig ist. Wann immer es wichtig war, klar, aber jetzt kommt echt der Punkt, wo wir uns konzentrieren müssen, wo wirklich jeder einfach da hinschreiben muss. Ganz wichtig. So. Ja, wir hatten ja auch in der letzten Sendung schon gebracht gehabt, dass es gute Beispiele, positive Beispiele gibt dafür, dass es was bringt, die Leute anzuschreiben. Es ist ja nicht so, dass es sinnlos wäre, sondern man kann ja wirklich auch sehen, es gibt positive Reaktionen, wenn man sie anschreibt. Mhm. Ich würde doch mal einwerfen, nicht, dass jetzt die Leute meinen, es bringt eh alles nichts und es wäre zu knapp oder sowas. Das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt positive Reaktionen und ja, diese Woche wäre wirklich die wichtigste. Ja. Also wer immer sich da angesprochen fühlt, wer immer damit nicht zufrieden ist, so wie es bislang läuft, wer die Gefahr sieht, und die ist da realistisch, das brauche ich gar nicht zu erzählen, das wissen die meisten selber, dass die E-Zigarette mit den nikotinhaltigen Liquids hier als Medizin, als Arzneimittel deklariert werden soll. Das geht vollkommen an dem vorbei, was es wirklich ist. Wer das nicht will, und das werden die meisten nicht wollen, nicht nur für uns, sondern auch für nachkünftige Raucher, die es heute noch sind und die morgen oder übermorgen wechseln werden. Die Entscheidung ist so wichtig, dass jeder von uns da Einfluss nehmen muss, da einfach hinzuschreiben. Ich weiß, es kostet Zeit, es kostet vielleicht, man muss sich einfach die Zeit nehmen, es macht eine Stunde sein oder so, aber es lohnt sich hier. Es lohnt sich, wir müssen da einfach zeigen, dass wir auf der Matte stehen. Wir müssen uns da präsent machen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen bei denen. Die haben auch noch andere Sachen abzustimmen. Aber jetzt müssen wir da echt hinschreiben. Puh, wir hatten eigentlich geplant an der Stelle, die Zeit ist natürlich gleich wieder vorbei, wir hatten geplant an der Stelle noch das Video zu zeigen, was der eine oder andere vielleicht auch kennt, wo Mr., also der Juryausschuss am 19.06., wo der Herr Lehne total geil in dem Ausschuss erzählt hat, wie er zu der Sache steht. Er erzählt aber aus der Praxis, da merkt man echt, der Mensch kommt aus der Praxis und er sagt, Kinders, der Juryausschuss, also der Rechtsausschuss, ne, der Typ war echt geil, der sagt einfach, Kinders, lasst euch nach, die Überregulierung, ihr macht da mehr kaputt, als dass ihr heiler machen könnt. Das hätten wir halt heute gerne noch gezeigt, aber dafür ist es keine Zeit. Ich hoffe, das klingt hier nicht zu sehr als Moralapostel oder so ein Scheiß, wir versuchen einfach nur da echt diesen wichtigen Punkt nächste Woche, Mittwoch, durch A, das Anschreiben wirklich der Abgeordneten zu forcieren und dafür zu ermutigen und dazu aufzurufen, macht einfach mit, egal ob ihr das schon mal gemacht habt, egal ob ihr das noch nie gemacht habt, macht es, weil das ist jetzt wichtig. Die beiden Links von Clive Bates zu seinem aktuellen Beitrag, als auch natürlich die Seite von Ursus, wird man zeitnah im Forum von DE-Talk lesen können. Die meisten kennen es aber auch schon und werden es auch schon im ERF oder in anderen Foren gesehen haben. Gut, genau. Wir sind um mit der Zeit. Ich versuche mir hier einen Schluss zu kriegen, obwohl ich da jetzt schon wieder sehr in Rage bin und stundenlang weiterreden könnte, weil ich das so wichtig finde, Mensch. Und warum ist das echt nicht gefallen lassen dürfen und einfach unsere Meinung dazu zeigen müssen. So,
Marc hat jetzt die Schnauze, sagt Thomas und Norbert Bescheid, die sollen Tschüss sagen. Na dann, Thomas. Tschüss Leute und denkt dran, eure Mail zählt. Egal, ob ihr eine Antwort kriegt oder nicht, die Mail zählt und sie kann was bewirken. Ja, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen mehr. Schreibt einfach eure Leute an, auch wenn ihr keine Antworten bekommt. Hauptsache ist, sie sehen, ihr seid nicht zufrieden mit dem, was da geplant ist. Und ja, macht einfach was. Anschreiben, nach Brüssel fahren. Anschreiben ist ein Muss. Immer. Das nach Brüssel fahren, will ich sagen, das ist auch ein Muss, aber ey, das wäre echt geil, wenn wir da viele Deutsche sind, die sich auch in Brüssel an der Stelle am nächsten Woche, Mittwoch, da vor Ort präsent zeigen. Wir sagen einfach schönen Dank fürs Zugucken. Toi, toi, toi. Verfolgt das nächste Woche, Mittwoch, was da abgeht. Schönen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.